Das sind meine 6 Düfte, die ich euch ohne mit der Wimper zu zucken empfehlen kann. So ein Kaminfeuer ist an und man liegt auf diesem flauschigen weißen Teppich vom Feuer und ja, lässt sich einfach gut gehen mit einem Kakao oder mit einem Buch oder mit einem schönen Film oder sowas. Und so, finde ich, riecht der. Alle lachen mich immer aus über meine Duftbeschreibung, aber so ist es halt, ne? So ist es halt. Der riecht gut. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, es ist mal wieder an der Zeit, an ein paar Düften zu schnuppern. Ich habe hier 6 Düfte aus der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion 2022. Also die sind ganz aktuell, die sind am 1.8. sind die alle rausgekommen. Und ich muss gerade überlegen, 1.8. Ja, 1.8. ist schon die Herbstkollektion rausgekommen. Und genau, 6 Düfte liegen vor mir und die wollte ich mit euch einmal gerne durchgehen. Die sind alle diesmal aus der Kategorie Frisch. Ich bin ja so ein kleines Frische und Holzig-Näschen. Also ich mag total gern die Düfte aus der Kategorie Frisch und Holzig. Damit das Video aber nicht zu lang wird, mache ich jetzt einmal 6 Düfte aus der frischen Kategorie und dann mache ich gleich nochmal ein Video mit Düften aus der holzigen Kategorie. Und dann arbeite ich mich hier so ein bisschen durch den Katalog. Falls ihr noch keinen Katalog habt, schreibt ihr mich entweder an, dann schicke ich euch einen per PDF zu. Oder ihr geht einfach auf meine Website carla.sensi.de, scrollt einmal ganz nach unten und unten ist der Katalog auch aufgelistet. Der sieht so aus. Da könnt ihr draufklicken und dann öffnet sich die PDF-Datei. Und da könnt ihr dann sogar oben links, habt ihr die Möglichkeit, den Katalog auch runterzuladen. Also wenn ihr nicht den von mir zugeschickt haben wollt, dann könnt ihr den auch ganz einfach online auf der Website runterladen. Ich verlinke euch natürlich meine Website hier unten in der Infobox nochmal, dann habt ihr immer Zugriff darauf. Und würde sagen, wir legen direkt los. Wenn ich ein bisschen immer hier zu mir nach rechts schaue, ist es, weil hier die Duftbeschreibungen sind. Ich habe die ja nicht alle im Kopf. Ich weiß nur, dass ich die total gut finde. Aber ja, deswegen nicht wundern, dass ich manchmal hier so ein bisschen am Schauen bin, was da drin ist. Und jetzt fangen wir mal an. Ich habe hier schon Polar Beer Hug. Ist also alles aus der frischen Kategorie. Das ist so ein hellblauer Duft, natürlich. Also ich finde, es macht Sensi auch immer ganz gut, dass sie das so mit den Farben so ein bisschen ja, auch übereinstimmt. Ich finde halt, Polar Beer Hug hört sich schon frisch an, nach Polarbär eben halt. Und da finde ich, passt dieses Hellblau auch zu. Und ich finde, bisher hatten sie immer die stimmigen Farben gefunden. Also irgendwie passen die Farben immer. Und man lässt sich ja auch so ein bisschen immer von den Farben beeinflussen. Zumindest geht es mir so. Und ja, irgendwie, ja, keine Ahnung. Also hellblau ist der. Und jetzt riechen wir mal dran. Und der riecht wirklich. Da ist ein bisschen was Süßes drin und ein bisschen, der ist so frisch, ganz leicht kühl, aber eben halt auch noch süßlich. Und ich würde auch schon fast sagen, also der ist ja frisch, aber ich würde auch schon fast sagen, dass der auch ein bisschen in die holzige Kategorie gehen könnte. Aber ich weiß nicht, wieso. Da ist irgendwas nicht rauchig, aber irgendwas ist da drin, was so ein bisschen holzig-männlich riecht. Jetzt lesen wir mal, was da drin ist. Polar Beer Hug. Übrigens kostet eine bei 8,50 Euro. Und ein Würfel hält circa eine Woche, wenn ihr den tagtäglich ungefähr 6 Stunden anmacht. Also so eine Bar hält um die 8 Wochen, wenn ihr die täglich wirklich lange laufen lasst. Ist also mit 8,50 Euro seid ihr da gut dabei. Also, was ist hier drin? Brombeermarmelade. Habe ich jetzt so gar nicht rausgeduftet, rausgerochen. Ich stehe auch eigentlich gar nicht so auf Brombeeren und auf Marmelade, aber gut. Brombeermarmelade. Karamellisierter brauner Zucker. Ich glaube, das ist das Süßliche, was ich daraus rieche. Vanille und Amber. Okay, ich stehe total auf Amber. Das ist, wundert mich gar nicht, dass ich diesen Duft mag. Ja, vereinen sich zu einem romantischen Duft. Also Brombeermarmelade. Ja, vielleicht ist das dieses Holzige, was ich daraus rieche, von den Brombeersträuchern oder sowas. Brauner Zucker, karamellisierter brauner Zucker ist das, was ich, ja, das rieche ich, also ich rieche es raus, es ist so ein bisschen süßlich und Vanille und Amber. Amber ist so, alle, die meine Videos kennen, die wissen das, weil ich jedes Mal Düfte mit Amber vorstelle und ja, Amber, Sandelholz, Bergamotte und Moschus stehe ich total auf diese Düfte. Und bei dem hier ist jetzt Amber dabei, also und Vanille. Auf Vanille steht, also ich dachte mal, Vanille mag ich überhaupt nicht. Aber jetzt mit der Zeit, wo ich bei Sensi bin
und nicht mehr diese billigen Düfte rieche, sondern nur noch so hochwertige Düfte, stehe ich auf einmal auf Vanille auch. Also dieses leicht süßliche finde ich auf einmal richtig gut. Ja, also könnt ihr euch auf jeden Fall auf die Liste setzen, Polar Beer Hug, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr nehmen sollt. Ist eine Empfehlung von mir. Das sind alles Empfehlungen von mir übrigens. Ich stelle euch keine, heute in diesem Video stelle ich euch keine vor, die ich euch nicht empfehlen würde. Kommt aber auch manchmal vor. Dann haben wir Silver Bells. Moment, Silver Bells. Zack. Ich rieche einmal dran. Den habe ich übrigens auch schon mal benutzt. Deswegen sieht das hier so aus in der Bar. Da mache ich die immer. Moment. Ich kann euch sogar sagen, in welcher Duftlampe der war, weil der so eine Form hat. Das ist von der Tiger Jasper gewesen. Eine ganz, ganz schöne Leoparden Duftlampe, okay, die nennen die Tiger Jasper, aber ich finde, die sieht eher aus wie so ein Leopardenmuster. Oh, super schön. Und bei den Duftlampen ist es ja auch so, dass die nicht so hell sind, sondern dass die wirklich so ein Licht abgeben wie eine Kerze. Also dann braucht ihr gar keine Duftkerze mehr anmachen, die mit Flamme, mit Rauch, euch alles verpestet, mit Ruß, wo ihr den Wachs einatmet. Ihr macht einfach so eine Scentsy-Lampe an und das Feeling ist das gleiche. Also wirklich, die sind wirklich, ja, ganz gedimmt, die sind nicht grell im Auge, die kann man sich abends sehr gut neben dem Fernseher oder sowas anmachen oder wenn man hier einfach mal so ein schönes Licht haben will und haben wirklich, sind vergleichbar wirklich mit einer Duftkerze, also machen richtig schönes, gemütliches Licht. Genau, so jetzt zurück zum Duft. Silver Bells. Als ich noch nicht gelesen hatte, was da drin steht, habe ich den immer so beschrieben, da kommt mir immer so ein Bild in den Kopf. Im Kopf, das hört sich auch immer so komisch an. Da kommt mir immer so ein Bild vor Augen, dass das ist irgendwie so eine Holz-Skihütte ist, so ganz gemütlich mit ganz viel Holz und so weißen, flauschigen Teppichen. So ein Kaminfeuer ist an und man liegt auf diesem flauschigen, weißen Teppich vorm Feuer und lässt sich einfach gut gehen mit einem Kakao oder mit einem Buch oder mit einem schönen Film oder sowas. Und so, finde ich, riecht der. Ich habe keine Ahnung, warum ich diese Bilder vor Augen habe. Oh, klar. Aber, ja, es riecht einfach wunderbar. Lesen wir mal, was drin ist. Kühle Pfefferminz-Zuckerstangen tanzen auf warmen, einladenden Winterbirnen und knackigen Äpfeln, eingehüllt in einen samtweichen Mantel aus Karamell- und Vanillezucker. Die Duftbeschreibungen sind auch mal der Hammer bei Scentsy. Also wirklich, da kann, also bildlicher geht's gar nicht, ne? Was ich rausrieche, ist auf jeden Fall dieses kühle Pfefferminz, aber Zuckerstangen, weil es eben halt auch süßlich ist. Es ist jetzt kein richtig krass frischer, minziger Duft. Also es ist jetzt nicht irgendwie wie so ein Mentholbonbon oder so. Überhaupt nicht. Es ist schön frisch eben halt. Daher glaube ich in meinem Kopf auch diese Skihütte, dieses schneeige, kalte, aber trotzdem warm. Das Kaminfeuer, weil es eben halt mit Karamell, Vanille, Zuckerstangen, das alles wieder so ein bisschen weich und rund macht. Winterbirne, ich weiß nicht, wonach Winterbirne riecht. Aber es gibt schon mal, ich weiß nicht mehr, welcher Duft das war. Ich habe hier gestern irgendwie schon mal einen Duft gehabt. Da war Birne drin und der riecht auch toll. Vielleicht ist der gleich sogar hier dabei. Mal schauen. Es kann sein. Birne auf jeden Fall. Also ich glaube, ich stehe auf Birne, auf Winterbirne. Knackige Äpfel. Hätte ich jetzt nicht rausgerochen, um ehrlich zu sein. Aber es auch da, genauso wie bei der Winterbirne, manchmal sind in den Düften Äpfel drin oder ist da ein Apfelduft drin und dann gefällt mir das. Also irgendwie stehe ich wohl auf dieses Winter, Apfel, Winterbirne. Also Silver Bells kann auch auf eure Liste. Riecht ganz, ganz schön sinnlich. Toll für den Winter, toll für den Herbst, weil es eben halt dieses etwas Kühle hat, aber trotzdem diese Wärme da drin ist. Also Daumen hoch. Kommen wir zu White Amber in Silk. Nicht zu verwechseln mit White Amber Antique, den es schon in der alten Kollektion gab. Der ist nämlich holzig, da komme ich dann im nächsten Video zu. Das ist jetzt White Amber Antique. Hört sich fast genauso an. White Amber in Silk, sorry. Das ist jetzt White Amber in Silk. Hört sich fast genauso an. Sieht auch fast genauso aus. Also die haben fast genau die gleiche Farbe. Sind so ein bisschen beige, hellbraun gehalten. Aber White Amber in Silk riecht nämlich sehr nach frischer Wäsche. Also
wenn ihr auf einen sehr frischen, seifigen, reinlichen Duft steht oder haben wollt zu Hause bei euch, dann greift zu White Amber in Silk. Der ist halt, ich kann mal lesen, was drin ist. Also der riecht wirklich wie ganz, wie frisch gewaschen. Jetzt nicht kühlfrisch, aber eben halt reinlich frisch. So riecht der. Und was ist jetzt hier drin? Moment, Produktbeschreibung, steht nichts bei. Oh, im Internet steht keine Produktbeschreibung. Ist wohl irgendwie... Moment, dann lese ich hier aus meinem französischen Katalog einfach mal vor. Aha, warmes Amber. Okay, Amber, Bergamotte und nach Baumwolle. Also zwei Komponenten, die mir super gut gefallen. Wie eben schon gesagt, Bergamotte und Amber. Und wie gesagt, es riecht nach, nach kuscheliger Baumwolle. Eben halt das, was ich meinte mit der frischen Wäsche. Wenn ihr also darauf steht, frisch, was frisch gewaschen riecht, dann nimmt White Amber in Silk. Ist auch ein schöner, schöner, schöner Duft und kommt auch bei ganz vielen gut an. Also ich kenne keinen, der es bisher sagte, nee, gefällt mir nicht. Zwischendurch auch immer ein bisschen Kaffee trinken oder mal Kaffeebohnen riechen oder so. Dann, damit diese Duftgeruchsblindheit nicht auftritt. Weil Kaffee ja mal so ein bisschen die Gerüche neutralisiert und deswegen habe ich immerhin ein Glas Kaffee neben mir stehen. Ein Becher Kaffee. Jetzt kommen wir zu Frosted Vanilla. Den habe ich hier rauf und runter angehabt und habe mir schon neu gekauft, weil meiner jetzt leer war. Und der ist toll, Leute. Der riecht für mich nach Spa-Feeling, also nicht nach Sauna. Bei Sauna hatte ich ja diesen Mighty Pine, der riecht nach Sauna-Aufguss. Aber Frosted Vanilla riecht nach, wenn ihr allein schon in diesen Spa-Bereich reinkommt. Also das ist so ganz relaxend, entspannend. Im Hintergrund läuft eine ruhige Musik, so mit so Klängen, so Klangschalen. Ihr könnt euch auf seine Liege legen und so ein bisschen entspannen. Also so riecht Frosted Vanilla, weil es eben halt auch wieder so ein bisschen so was Kühles dabei ist. Oh, der riecht so gut. Der riecht so gut. Der riecht so gut, aber eben halt auch wieder dieses Warme, dieses im Bademantel eingehüllte, muckelige. Keine Ahnung, der riecht einfach wirklich für mich. Ich denke da direkt immer, ich bin da direkt entspannt. Wenn ich den rieche, bin ich direkt im Modus, jetzt kann alles kommen, ich bin entspannt. Frosted Vanilla, da ist drin ein Wunderland aus süßer Vanilleschote und Birkenrinde mit einem Hauch von frostiger Luft. Frostige Luft rieche ich raus, das ist eben dieses etwas kühlere. Birkenrinde geht auch so ein bisschen wieder in dieses Holzige, worauf ich stehe. Der ist einfach toll. Und ein Wunderland aus süßer Vanilleschote und schon wieder Vanille. Ihr merkt, ich stehe langsam wirklich auf Vanille. Aber weil es eben halt dieses etwas Süßliche ist. Das ist nicht so krass in eine Richtung frisch oder nur in eine Richtung holzig, sondern es rundet das Ganze mit dieser etwas süßen Vanille wieder ab. Also Frosted Vanilla, absolute Empfehlung von mir. Und ihr müsst auch wissen, wenn ihr einen Duft kauft bei Scentsy, wenn ihr jetzt auf meine Website geht und einen Duft kauft, dann habt ihr immer 14 Tage Rückgaberecht, Rückgabe- oder Umtauschrecht. Das heißt, ihr könnt eine Bar aufmachen, dran riechen, einen Würfel mal rausnehmen, in die Duftlampe legen. Wenn euch der Duft dann immer noch nicht gefällt, könnt ihr mich anschreiben innerhalb 14 Tage und sagen, Carla, der Duft, der geht gar nicht. Ich würde den gerne umtauschen. Kann ich das machen? Und dann sage ich, ja, natürlich, das können wir machen. Such dir einen neuen Duft aus und dann kriegst du einen neuen Duft zugeschickt. Wir schicken den alten zurück. Es ist alles ganz easy. Also du hast gar kein Risiko, dir da irgendwie einen Duft zu kaufen, den du am Ende gar nicht magst und auf diesen 8,50 Euro hängen bleibst. Nein, wir können den umtauschen oder wenn du sagst, nee, ist alles nix, kriegst du dein Geld sogar zurück. Von daher, probiert euch gerne aus. Wir können es immer wieder zurückschicken. Ist gar kein Thema. So, jetzt die letzten beiden. Die letzten beiden sind Lights Out. Lights Out ist ein ganz, ganz, ganz schöner... wie kann ich das beschreiben? Das ist ein ganz... Wie kann ich das beschreiben? Ein ganz warmer Duft. Der ist richtig, richtig...
ich würde sagen, geht eher so in diese tiefere Richtung, tief, warm, feminin. Obwohl feminin, das ist jetzt nichts Blumiges oder so. Wir können mal lesen, was da drin steht. Die Nacht fällt sanft über ein spannendes Sandelholz. Oh Gott, Sandelholz. Süße Vanille, ich sag gar nichts mehr zu Vanille. Und warm Amber. Also Amber und Sandelholz und Vanille. Eine Mischung, die für mich perfekt ist. Und es ist wirklich nichts, wenn ihr nur auf frisch steht oder frisch gewaschene Wäsche oder so oder nur dieses männlich-holzige, dann ist da eventuell nichts für euch. Wenn ihr aber auf dieses sinnliche, tiefe, warme, runde steht, dann ist Lights Out was für euch. Denn der ist wirklich, den mag ich so gerne. Aber kein Wunder, da ist auch Sandelholz dabei. Und Sandelholz war ich schon in der alten Kollektion immer hin und weg. Wenn irgendwelche Düfte mit Sandelholz erschienen sind oder ich daran gerochen habe, mochte ich immer sofort. Ich sag nur Bonfire Beach, Satin Sheets. Also das waren wirklich so Düfte. Die sind so ganz, wie gesagt, rund und voll und auch stark. Also nicht stark, aber die merkst du, die nimmt man wahr. Das ist jetzt nicht sowas wie Honeymoon, der total leicht ist, oder Luna. Das sind so ganz leichte Düfte. Die machst du an und die sind einfach im Raum präsent. So, mehr sage ich dazu nicht. Pink Pine Berry haben wir hier noch liegen. Pink Pine Berry, ich dachte mir, den lege ich mit raus für Leute, die auch so ein bisschen in die frisch, holzig, aber auch so ein bisschen in die fruchtige Richtung gehen. Ich muss euch sagen, ich bin eigentlich, bei Sensi ist alles möglich, aber ich bin eigentlich kein fruchtiger Typ. Ich mag es nicht so gerne fruchtig, dieses Saure. Da bin ich nicht, da stehe ich einfach nicht so drauf. Aber bei Pink Pine Berry ist es schon wieder anders. Denn, der ist einfach toll. Was soll ich dazu sagen? Ich rieche da ein bisschen was Süßes, so was Zuckriges raus. Dann rieche ich da aber auch diese Beere raus, aber nicht diese saure Beere, sondern eine etwas süßlichere Beere. Und Pine, eben dieses Holzige. Aber es ist gleichzeitig irgendwie noch frisch dabei. Ich wackel immer. Wenn das Video wackelt, dann bin ich das, weil ich hier den Tisch berühre. Ich glaube, ich muss mich so, ich darf den Tisch nicht immer so anstoßen. Wir lesen mal, was da drin ist. Eine fruchtige Fantasie aus rosa Kiefer. Ah, nicht Pinie, sondern Kiefer. Ist nicht das Gleiche? Jetzt bin ich überfragt. Pinie und Kiefer? Nee. Also rosa Kiefer, verziert mit Winterjasmin. Jasmin finde ich auch mal toll. Und gefrorenen Winterbeeren. Ja, dieses kühle, genau, dieses kühle, holzige. Und vielleicht, ich weiß nicht warum, aber Winterjasmin, ich weiß gerade nicht, wonach Winterjasmin riecht, aber ich weiß, dass wenn Jasmin in Düften ist, mag ich dem auch mal sehr gerne. Das war schon bei zwei Düften jetzt so. Bei Jade und Jasmin und bei, wie hieß denn der, von der Island Days Kollektion, der rosane da. Fresia, wie hieß denn der? Irgendwas mit Jasmin war das und den mochte ich auch sehr gerne. Vielleicht ist das, was sich dieses etwas süßliche oder dieses etwas fruchtige, blumige daraus rieche. Ja, der ist so, der ist, ich kann es gar nicht beschreiben, der ist halt frisch, ein bisschen hölzern durch die Kiefer und sehr feminin, also sehr, so ein bisschen fruchtig-blumig. Kann aber auch sein, dass ich das denke, weil er pink ist. Ah, das ist immer ein bisschen schwierig. Naja, auf jeden Fall riecht er auch toll. Der hat sowas Befreiendes. Der ist so, der geht so weiter irgendwie. Der ist nicht so tief und bumm da, so wie die anderen, sondern der ist so, der öffnet sich so, der ist so frisch und der geht doch so weiter weg irgendwie. Oh, ist ganz komisch, so kann ich euch, ich sag's euch. Alle lachen mich immer aus über meine Duftbeschreibung, aber so ist es halt, ne? So ist es halt. Der riecht gut. Der riecht gut. Also, Pink Pine Berry. Pink Pine Berry. Wir gehen sie nochmal durch, rückwärts. Pink Pine Berry, da könnt ihr mitschreiben. Lights Out. Frosted Vanilla. White Amber in Silk. Silver Bells und Polar Beer Hug.
Das sind meine 6 Düfte, die ich euch ohne mit der Wimper zu zucken empfehlen kann, aus der Kategorie Frisch. Wenn ihr Kategorie Holzig wollt oder irgendeine andere Kategorie, die Videos kommen jetzt. Also, nicht wundern, ich lade jetzt ein paar Videos hoch mit Duft. Hubla, mit Duftkategorien. Jetzt fallen mir hier schon die Holzigen um. Die Holzigen. Ha, jetzt wackelt ihr wieder. Also, macht's gut. Ich mache mich an die Arbeit. Wie gesagt, der Link ist in der Infobox. Falls jemand noch einen Party-Link, also einen Shopping-Link möchte, schreibt mich gerne an. Die nicht wissen, was es ist. Es ist ein Link, es ist so wie Payback, aber eben halt nicht mit einer Karte, so wie bei Drogeriemärkten zum Beispiel, sondern es ist in Linkform. Das heißt, ihr kriegt einen persönlichen Link, einen Shopping-Link. Der führt euch auch auf meine Website, aber ist quasi mit eurem Payback-Konto verbunden. Und alles, was ihr shoppt innerhalb 90 Tage, wird auf euer Payback-Konto geleitet. Die Punkte kommen auf euer Payback-Konto. Und wenn ihr am Ende der 90 Tage bis oder ab 295 Euro geshoppt habt, also alles, was da drüber ist, kriegt ihr 10% auf den kompletten Einkauf. Also ihr kriegt, jetzt sagen wir mal, ihr habt 300 Euro geshoppt, dann habt ihr 30 Euro an freien Produkten, die ihr auswählen dürft. Also ihr könnt für 30 Euro frei was bei Sensi auswählen, plus eine Halbpreisprämie. Zwei Halbpreisprämien, sorry. Das heißt, ihr könnt euch 2 Artikel für einen halben Preis aussuchen. So läuft der Shopping-Link. Also wenn ihr was kauft und warum die Punkte wegschmeißen, wenn ihr es eventuell in den 90 Tagen schafft, über diese 295 Euro zu kommen, um dann nachher gratis shoppen zu können. Der Link, ihr engagiert euch da zu 0,0 mit irgendwas mit. Ihr könnt es versuchen, wenn es nicht ist, verfällt der Link und gut ist. Also es ist einfach nur, let's try. Give it a try. Vielleicht schafft ihr es ja. Der Link, den könnt ihr auch an Freunde, Verwandte, Bekannte. Alle können über diesen Link shoppen. Das heißt, alle, die über diesen Link shoppen, sammeln für euch die Punkte. Und ihr könnt damit nachher die Prämien einlösen. Also, wenn ihr einen Link haben möchtet, das ist ruckzuck, in 2 Minuten habe ich den erstellt, dann schreibt mich gerne an. Entweder hier bei, in den Kommentaren oder bei Instagram. Habe ich ja sowieso hier die ganze Zeit eingeblendet. Oder, so ist es. So und nicht anders. Also, macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Achso, Daumen hoch nicht vergessen. Tschüss.